Läuft. Fast. Läuft fast, ja. Folge 40. Ich hoffe, es läuft besser als letztes Mal. Das war ja ein bisschen ärgerlich. Also ich ärgere mich jetzt noch ein bisschen. Du hast es fast geschafft, die Josefka zu besiegen. Bis sie da ihre Superballs rausgeholt hat. Bis Josefka ihre Balls rausgeholt hat. Ich war da schon ein bisschen überrascht. Ja, guck mal, die sterben aber nur einmal hier. Die Ach hier, das ist Alien. Ja, ich finde, die sehen aus wie diese Area 51-Aliens. Na genau, bisschen so von nur ein bisschen noch überproportionierter. Anmutung her, ne? Hm? So, jetzt haben wir aber nichts zu verlieren. Jetzt haben wir null Blutechos dabei und die oben liegen noch ein paar. Ja, die kriegen wir jetzt ja zurück, ne? Von der Josefka. Die holen wir uns zurück. Aber die ist auch hier rechts. Ist die da rechts? Ja. Echt? Ich glaube, hier ist was anderes. Achso, hier ist einfach noch so ein Gebiet. Da war noch, ist noch ein Raum, ne? Da waren wir noch nicht drin vorhin. Hier ist lass auch mich doch da noch wenigstens noch einmal reingehen. Achso, ich dachte, da ging das Level weiter. Aber anscheinend nee, nicht. Also so viel ist in dem Level nicht. Also. Hm? Ach, guck mal, hier ist eine Kiste. Ja, können wir die doch noch mitnehmen einfach. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Kommunion. Hat man das nicht schon mal gehabt? Es kann sein, aber man kann ja auch zweimal das gleiche an diesen Dingern ein. Kommunion sagt doch, dass du, glaube ich, hier eine Blutviole mehr tragen kannst. Ich glaube schon, ja. Du könntest recht haben. Ja. Guck mal. Und das sind sogar drei mehr. Das die sind halt verschiedene ist Stufen zum Teil. Sehr, sehr geil. Dann nehmen wir das doch ist nachher. Die Josefka, die halt da mit ihren Patienten da. Ja, deswegen kriegt man hier auch so Blutfiolen-Scheiß, ja. Hm? Macht sogar Sinn, so ein bisschen. Hm? Genau, so, jetzt ist sie hier irgendwo oben. Vermutlich ist sie dann jetzt hinterm Nebel oder gibt's Nee, da gibt's keinen Nebel, die ist ja nur so ein Neben-Zwischengegner. Okay, wünschen Sie mir Glück. Ich gehe jetzt rein. Wie sie da auch vortaucht, hey, ne? Wie sie da halt lauert. Komm her, du Matz, du. So, nimm die Dinger mit! Ja. Ah, sehr, also, wobei, es waren ja gar nicht so viele, ne? Es war nicht so viel da, ja. Also aus Prinzip. Ich versuch's jetzt übrigens, nachdem ich ja die Vikarin beim ersten Mal geschafft habe, werde ich jetzt bei Josefka noch ein paar Mal versagen. Oh, jetzt schändet sie da noch mit ihren Tentakeln meine Leiche, ey. Das fand sie jetzt gut. Das fand sie, glaube ich, richtig gut. Ich sag jetzt nicht, was reingegangen ist. Nee. Es sah ein bisschen danach aus, als könnten wir es uns denken. Das Gute ist, ich muss jetzt echt nicht weit laufen. Stimmt. Wir werden die jetzt so fertig machen, die Olle. Also jetzt geht's 15 Minuten, pausenloses... Pausenloses Josefka. Trial and Error. Aber richtig. Also Error... Der Bastard von Loran. Hätten wir uns jetzt mal genauer durchlesen das müssen. Das ist Jon Snow. Der ist ein anderer Bastard. Oh. Jon Schnee heißt der. Jon Schnee. Auf Deutsch. Also für die armen Tröpfe, die... Oh, der liegt immer irgendwo anders hier, Mr. Alien. Ja, so ein bisschen. Der kriecht immer noch so eins weiter. Ja. So, weil hier geht's nicht rein, sondern jetzt hier rechts. Da. Rechts rum. Hier so. Was wir auch machen können, jetzt einfach mal just for fun. Ja. Wir können uns da der Weg so kurzes abwechseln, wenn ihr darauf Lust hast. Das können wir machen, ja. Lass uns das so machen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt möchte. Achso, also einmal soll ich noch, ja? Und dann bist oder du. Oder wie du magst. Nee, wir machen das so. Okay. Das ist gut. Ich lass mir nochmal einen Versuch. Ich bin jetzt erst wieder eingespielt. So, meine Nase juckt auch ein bisschen. Warte, soll ich mal? Nee, ist schon okay. So, weißt du, was ich jetzt mache? Die Herausforderungskappe. Nee, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht vor. Das Fernglas kann man wegpacken. Ich wollte mal Feuerpapier benutzen. Hm? Weil dann mache ich ein bisschen mehr Schaden. Hm? Und krieg die Kleine vielleicht... Das haben wir doch jetzt auch irgendwo gefunden, das Zeug, ne? Das haben wir vorhin wieder drei gefunden. Deswegen dachte ich mir, jetzt können wir ja einfach mal... Boah. Das sieht nämlich wie Gothic 3. Ja. Das sieht nämlich außerdem auch noch cool aus. Ich finde es beeindruckend, wie sie echt da hinter dem Teil wartet auf dich. Ja. Und immer wieder hervorkommt. Au. Au. Achso, ich dachte, da vorne liegen die Dings, aber das war ja gar nicht die Dings. Die liegen da. Die liegen hier. Und es fährt erstaunlicherweise nicht mehr. Nee. Ach, hier hast du die Stoff schon halb. Und. Aber die hat halt auch eine richtig fette Peitsche, hat die. Ja. Aber weißt du, was die erste Regel im Peitschenclub ist immer noch? Peitschen. Ja. Oh, ich bekomme jetzt voll Lust auf Fight Club. Ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Vor allem, wie geil wäre Fight Club mit so einer Kettenpeitsche? Ah, die kriegst du doch hier jetzt locker. Ja, komm mal, jetzt red's mir nicht ein. Ach, stimmt, das ist ja so wie... Sonst man nie, verschreit's, oder? Man verschreit's nur. Ist man, das wird jetzt noch ein richtig harter Kampf. Ja, ich glaube auch. Guck mal, die heilt sich nämlich zwischendurch auch. Oh. Und jetzt sind wir aufs Feuer weg. Das wird schwer. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Hey, du Süße, du. Bloody hell. Ja.
Blutige Höhle heißt das. Ja, ich bin hier zuvor gekommen. Jawohl. Ich muss weg. Aber mich würde interessieren, was hat denn die Josefka jetzt eigentlich mit den Leuten theoretisch gemacht, die wir hätten theoretisch hinbringen sollen, nur war ja keiner da. Ja, die waren noch nicht da. Jawohl, hast du sie? Ich hab sie gestaggert sozusagen. Yes! Hä? Yes! Sehr Stirb! Gut! Pussy! Sie versinkt einfach im Boden. Das hast du aber sehr schön gemacht, Dennis. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen stolz auf mich, weil es beim zweiten Versuch... Oedon-Winden? Die Winde von Oedon. Oedon. Das ist... Da gewähren Quecksilberkugel plus 2. Also wir können uns jetzt, könnten uns jetzt theoretisch... Und elektrischer Angriff, E-Angriff. Das ist natürlich auch gut. Eingeweideangriffe sind das. Ich dachte schon. So, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Tatsächlich war das nur der Kampfbereich sozusagen. Und damit war es das mit dem Gebiet, ne? Das war das Gebiet, ja. Mehr ist hier nicht. Also wir haben jetzt das. Aber ich nehme an, dass wir jetzt auch mit Josefka nicht mehr unbedingt reden können. Nee, wir können jetzt auch keine Leute mehr zu ihr schicken. Wodurch die Wahl vereinfacht wird, wo wir die Leute hinschicken. Ja. Nämlich alle zur Kirche. Was aber auch nicht so schlecht ist, weil in der Kirche. Aber das wundert mich jetzt alles. Findest du alles komisch? Finde ich alles komisch, aber ich glaube, das ist der Sinn dahinter, ne? Ja, so ein bisschen. Also ich habe das so interpretiert, die Josefka, die hat einfach mit den Leuten experimentiert, hat sie eben nicht geheilt, sondern hat vielleicht an ihnen bestimmte Methoden ausprobiert. Wegen der Blutheilung, oder? Ja, damit zu tun sicherlich. Und die sind dadurch so komisch, haben sich verformt, deformiert. Also ich glaube schon, dass dieser Typ, den wir da gesehen haben, dass dieser mit dem großen Kopf, dass das ein Opfer von ihr war, sozusagen. Aber hat sie uns am Anfang nicht geholfen? Sie hat uns am Anfang geholfen, aber vielleicht auch mehr oder weniger nur, um uns loszuschicken, damit wir ihr mehr Leute holen oder so. Weil sie gesehen hat, dass wir so ein Jäger sind, dass wir stark sind. Hm. Weil sie ist ja offensichtlich nicht kräftig genug, um das zu fighten. Weil sie hat uns doch nach dem... Nee, wie war denn das? Nee, am Anfang irgend so ein Typ in einem Rollstuhl hat uns aufgepäppelt. Aber hier bei ihr unten, also ich weiß nicht genau, ob sie da was mit zu tun hatte. Hm. Aber da es in ihrer Klinik war, hat sie wahrscheinlich das supervised von oben. Ja. Und hat da schon die Aufsicht drüber gehabt. Das war so ein Knirsch in einem Rollstuhl irgendwie, der sich ja dann verwandelt hat in so einen Wolf. Aber ich glaube, das ist alles einfach nur mystische Kacke und wir sollten einfach nur alle tothauen, die wir treffen. Wäre jetzt so mein... Ja, natürlich. Aber langsam bekomme ich jetzt immer noch mehr Interesse. Aber man kriegt so ein Gefühl dafür, was da so los ist, so grob, so ein... Ja, aber wem kann man denn überhaupt vertrauen? Das ist ja keiner. Ja, keinem. Das ist ein Souls-Spiel quasi, da kann man niemandem vertrauen. So. Auch dem Typen da, der uns vollgequatscht hat, der Ritter da. Stimmt, der Ritter, ja. Hm? Der war ja, der hatte die gleichen Interessen wie wir im Endeffekt. Hm? So, wir wollten wieder zurück in den Wald, ne? Hm? Gehen wir da doch mal hin. Also sprich, der Shortcut bringt dir jetzt gar nichts, wenn wir da wieder durch. Nee, das war jetzt auch eher, Shortcut habe ich nur gesagt, um dein Interesse zu wecken. Aber als ich dein Interesse hatte, wusste ich, dass du es auch gut fändest, wenn wir einen geheimen Zwischenboss und Abschnitt finden. Und Josefka fast. Ja, problemlos beim ersten Mal. Du vor allen Dingen. Es wird mal Zeit, dass ich mal wieder einen Boss kriege, glaube ich. Du darfst den nächsten gerne machen. Kennst du ihn schon? Den nächsten habe ich auch noch gemacht. Das ist der eine Boss, den ich jetzt auch noch kenne. Also den ich schon geschafft habe auch. Wir müssen also uns als regelmäßiger treffen, einfach nur um dich zu überholen, deinen Account. Das wird schwierig. Also naja, es wird eigentlich nicht schwierig. Wobei doch eigentlich schon. Ich habe ja jetzt Klausurenphase demnächst. Okay. Und das heißt, ich kann jetzt privat nicht noch zusätzlich sozusagen so viel spielen. Nee, ist richtig. Das heißt, es kann schon sein, dass wir es irgendwann mal wieder schaffen. Ja. Aber das fände ich gar nicht so gut, weil ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn einer so halbwegs weiß, wo es hingeht als nächstes. Weil dann sucht man nicht ewig und coole Sachen passieren trotzdem noch. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemerkt. So, hat er noch ein paar Quecksilberkugeln? Danke. Ich mache das gerne aus Nervenkitzel. Ich weiß nicht warum. Weil ich es kann. Vielleicht auch einfach. So, jetzt versuchen wir hier mal im Schnelldurchlauf. Okay. Das war so nicht geplant. Na, guck mal, aber ein bisschen was zurückgeholt. Ja. Und sogar noch ein paar Blutvieh holen, sehr schön. Hüpf. Hüpf. Oh. Da wollen wir lang. Da waren noch die Raben, oder? Ja. Dann bin ich hier falsch, ne? Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Kann der mal aufhören? Ich sterbe hier gerade, oder? Ja. Ist aber nicht so gut. Scheiße, jetzt will ich die Raben aber auch killen. Wenn ich schon mal hier bin. Kiesel? Nein. Nee. Leider nicht. Gut. Aber die geben jetzt mehr, oder? Ja, na klar. Deswegen ist es ja sinnvoll, halt in den Gebieten, in den neuen Gebieten sozusagen zu farmen, was so Seelen Blutechos angeht. Weil die jetzt. Weil ich jetzt auch gar nicht mitbekommen habe, wie viel die Josefka gegeben hat. 4000 oder so, glaube ich. Oder also halber Level, nicht mal.
ganz. Also die war jetzt nicht so mega krass. Das war jetzt mehr für das Oedon-Ding so ein bisschen sinnvoll. Und weil es einfach ganz cool ist, Josefka zu töten, die man immer nur kannte als die gute Ärztin, die da einem irgendwie aufgeholfen hat. So. Genau, wir wollen jetzt durch das Tor da hinten, weil wir haben die Abkürzung, haben wir, also quasi Abkürzung, haben wir gemacht. Jetzt gibt es sozusagen von links nach rechts, arbeiten wir uns jetzt vor. Ja. Also ganz links war jetzt die Abkürzung und jetzt würde ich etwas weiter nach rechts durch dieses Tor, also beziehungsweise hinten rum, weil vorne macht er ja das Tor zu, sobald man kommt. So, die Hunde sind irgendwie nicht mehr da. Das doch ist einer, aber das ist offen. Hallo, nein. Ja, lass mich halten, lass mich halten. Tschüss. Oh. Warum Ärger haben? 500 gibt der eine Hund, ne? Wollte ich nur mal sagen. Also 8 davon sind eine Josefka. Ungefähr. 8 Hunde sind eine Frau. Und wie? 282. Die scheiß Raben sind halt auch schon. Wollen wir mal nach oben gucken? Wir waren noch gar nicht oben. Gucken, was das überhaupt ist da oben. Okay. Da Hunde oben kamen noch mehr Hunde. Hier oben sind noch Raben. Das ist auch ein zweiter Raben. Ja, ja, danke. Den holen wir uns auch noch. Da ist auch ein dritter. Aber die können alle nichts. Und hier liegt noch was, dachte ich mir doch. Oh! Ah, Kirchenklamotten. Lange Chirurgenhandschuhe. Geil. Das heißt, jetzt sind wir. Wollen wir mal kurz die Stats angucken? Können wir machen. Hut. 30, warte mal hier, so, gucken wir mal. Ist bei all diesen Abwehrsachen, ja doch, im Endeffekt diesen ganzen Abwehrsachen ist sie besser. Arkan, Feuer, Blitz und so. Aber ist oben jetzt nicht stärker, also bei physischer Abwehr einfach. Wie viel sinkt denn die physische Abwehr? 10. Oh, gegen 10. Stumpf. Und alles andere bleibt gleich. Ja. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Also es ist gut, wenn wir gegen Leute mit Feuerschaden, mit Blitzschaden und so, sollten wir das vielleicht mal. Ja. Vielleicht gegen die Blitzbestie da, die wir noch nicht besiegt haben. Pal oder sowas. Genau, Blitzbestie, Pal oder so. Ja, machen wir dann mal jetzt. Würde ich erstmal versuchen, hier die Hunde. Die stehen da unten jetzt alle, ne? Sag mal, seid doch nicht so aggressiv. Was hab ich euch denn getan? Du wolltest nur 1000 Blutechos. Hat euer Herrchen heute Morgen das Schappi vergessen oder was? So, ja, aber 1000 Blutechos, ey, für 2 so Hunde, das ist schon krass. Hier ist ich glaube, wenn du den einmal besiegt den hast. Den hab ich, genau. Jetzt kann er das Tor nicht mehr. Gut, dann wissen wir, jetzt können wir auch vorne rum. Also, es ist das Tor sozusagen auch für uns offen. So, wollen wir mal kurz, was hier los ist. Hier ist keiner. Bestiengebrüll. Was auch immer das ist. Whatever. Whatever. Ach, guck mal, hier haben wir auch die Vorladung nach Kanehurst zu kommen. Aber was ist halt. Achso, das ist im Prinzip einfach nur der Eintritt wahrscheinlich in das Gebiet. Oh, ein Sackmann. Oh. Fuck this shit. Oh. So sagt man. So schaut das nämlich aus. Der kriegt dreimal so viel wie die Hunde. Sehr gut. Habe ich einen Sackmann erwischt. Das hat mich ja gerade jetzt sehr überrascht. Das hat mich jetzt auch gerade ein bisschen schockiert, dass der da plötzlich ankam. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut gelöst. Ja. So. 6 Blutfiolen, auch das sehr ist gut gelöst. So, Kinders, und jetzt wird's nämlich interessant. Jetzt müssen wir nämlich hier lang, über diese lustige Holzgeschichte. Und da kommt der nächste. Das ist nur ein normaler Knilch. Und das ist sehr sinnvoll, dass wir hier oben zuerst lang gegangen sind und nicht woanders. Das erkläre ich euch, liebe Kinder, aber gleich. Ich hoffe, jetzt ganz ehrlich, es gucken keine Kinder zu, weil das Spiel ist nichts für Kinder. Das sage ich nur so. Ja. So, da hinten stehen noch so Molotoffis. So, ich sag's mal kurz, man kann auch da unten lang gehen. Du wirst aber die ganze Zeit befeuert. Wirst aber die ganze Zeit von Molotow-Arschlöchern zugeschossen, deswegen bin ich zuerst hier oben lang. Und ich habe in meinem Spieldurchgang sehr darunter gelitten, dass ich zuerst unten lang gegangen bin. Und das ist einfach kein spaßiger Vorgang, da unten lang zu laufen, weil du merkst da, das Wasser da ist vergiftet, der Sumpf, unter dem du, wo du da langläufst. Warte mal. Hier, das ist so Sumpf. In dem Wasser sind Zombies drin, die so lang kriechen, so ein bisschen wie eine Kanalisation, ja, so ein bisschen. Und du kannst das Gleiche durchsuchen.
Sehr gut. Oh, sogar eine Blue Fiole. Und von oben kommen Molotovs. Und da unten bin ich bestimmt dreimal gestorben, bis ich gecheckt habe, dass es einen Weg noch hier oben gibt. Der einen da einfach drumherum führt und einen die Molotov-Knöllchen töten lässt. Okay, hier ist. Ich wusste nicht, ob hier und vielleicht. Da musst du mal, glaube ich, zu dem da, ne? Hopp. Oh. Oh. Ja, aber das war okay. Jetzt ist er da unten und ich bin hier oben und hier oben ist nichts, also muss ich nach da unten. Ach, schade. Ich dachte, ich kann jetzt hier oben irgendwie weiter. Nee. So, da unten sind jetzt Zombie-Nauten. Hier liegt erstmal noch was. Das können wir noch mitnehmen. Molotov-Cocktail. Ach ja, und das Wasser ist ölig. Also wenn du da drin stehst und die dich mit Molotovs beschmeißen, bist du tot. Es ist giftig, es ist brennt. Ja. Und da sind Zombies drin. Also alles, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht. Aber jetzt sind die Molotov-Typen tot, das heißt... Und, ach ja, die kotzen übrigens auch noch mit grünem Ekelzeug. Mhm. Und die sind ziemlich stark. Und die kommen von allen Seiten. Ja. Kann der eine Typ hier mal sterben, der nichts mehr hat? Bitte? Ah, das, der Vorteil ist noch sehr lahm, ne? Ach, die Stelle hier ist sogar gar nicht vergiftet. Das ist nur am Anfang des Wassers. Das ist ja gut. Also hier sind wir ja schon sozusagen 50 Meter into the water. Und hier scheint es okay zu sein. Ja, die sind halt, die kriechen halt, ne? Also die sind wirklich langsam. So. Blutfiole. Eine blutsche Fiole. Naja, schauen wir erstmal, was hier so ist. Ah, guck mal, hier. Zeug. Zwillingsblutsteinscherbe. Sexy. Wir brauchen härteres. Zwillingsblutsteinscherbe. Und hier ist eine kleine Abkürzung. Upp. Aber es ist leider noch nicht die, die wir eigentlich haben wollen. Oh. Hier sind wir wieder im Dorf, also kommst du ins Dorf zurück. Da musst du jetzt nicht mehr da über diese Holzdinger rüber und so, kannst hier direkt vom Dorf aus durch. Das Dorf ist aber extrem unübersichtlich, finde ich. Das sind halt irgendwie so 7 Hütten oder so und ich weiß bis jetzt noch nicht, wo da welche Hütte steht. Also ist das Ziel eigentlich nicht zu sterben? Das Ziel ist immer nicht zu sterben. Ja. Ja, das Ziel ist jetzt eigentlich die Abkürzung zur Mühle zu finden. Hm? Ja, also wir laufen einfach immer weiter, wo man hier halt irgendwie langkommt und hoffen, dass wir irgendwo eine Tür finden wieder zur Mühle. Weil dann haben wir es nämlich schön kurz und müssen nicht mehr durch das dumme Dorf. Au. Au! Bin's wohl. So. Jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Aber man findet hier wieder richtig viele Blutfiole. Ja, das überrascht mich auch gerade, weil ich habe mich hier gerade auch daran erinnert, als du gesagt hast, dass es wieder weniger wird. Später gibt es so gut wie keine mehr, die werden teurer. Ja, es war in dem Gebiet mit dem Maschinengewehr auf dem Dach, da war das ja auch so, da war es relativ wenig. Da hat man immer so 4-5 verbraucht und hat dann so ein oder zwei wiedergefunden. Ja, ja. Und hier ist es jetzt, fällt mir selber gerade auf, könnte man eigentlich ganz gut farmen mal so. Im Dorf, da hat mir auch jeder Zweite was gegeben. Mhm. Ja, also, können wir uns mal merken. Oh, fuck! Wow! Da war doch was da, oder? Da hinten, der schießt, da ist eine Kanone. Ah. Oh. Da schießt einer mit der fucking Kanone auf mich. Da ist der Baron von Münchhausen. Der ist das bestimmt. Das klingt gerade, als ob er einen Huhn getroffen hat. Ja. El Pollo Diablo, das ist ein Rothühnchen. Ich wusste doch, hier geht's irgendwo weiter. Siehst. Ach nee, das ist jetzt wieder zurück in die andere Richtung. Hier wäre man nämlich auch lange gekommen. Nee, da liegt was. Aber hier wäre man, glaube ich, auch sozusagen lang... Oh, 6 Stück kreis. Boah. Hier wäre man auch lang gekommen. Hier kannst du rechts rein, dann wirst du nicht von der Kanone beschossen. Dann kannst du hier hinten lang. Und ihn dann so ein bisschen umschleichern. Aber das ist ja eigentlich auch ganz gut so souverän gemeistert. Sollen wir hier mal eine Pause machen? Wollen wir machen? Ja. Ja. Dann lass uns doch noch ein Völkchen ranhängen, ein kleines. Machen wir das. Und dann sehen wir uns jetzt mal wieder mit dem Kanonenhansel. Bis dann. Mhm.